Wir kommen jetzt zu dem Teil, wo Sie praktischerweise gefragt sind. Wir haben uns überlegt, ein sogenanntes World Café zu machen. Einige von Ihnen kennen das vielleicht. Für diejenigen, denen das, wer kennt es, mal kurz den Arm hoch. World Café, die Methode. Okay, dann erkläre ich es nochmal ganz kurz. Wir haben hier 6 Tische. 1, 2, 3, 4, 5, 6. An diesen Tischen sitzen jeweils Moderatoren zu einem bestimmten Thema. Das Thema lese ich gleich vor. Sie können sich an einen Tisch begeben, welches Thema Sie besonders interessiert. Erstmal darüber reden mit den Moderatoren. Auf den Tischen liegen Addings und Filzstifte und Marker und dort kleben beschreibbare Papiere auf dem Tisch und Sie können Ihre Gedanken, Ihre Vorstellungen, Ihre Ziele, Ihre Lösungsvorschläge, was auch immer, auf diesem Tisch festhalten. Als Stichpunkte, das wird dann eingesammelt von uns und hinterher ausgewertet. Quasi, dass wir eine Sammlung an Meinungen und Ideen haben, die in diesem ganzen Raum im Laufe des Tages entstanden sind. Auch dass die Risiken benannt werden, dass die positiven Sachen benannt werden, was in diesen kleinen Diskussionen nach den Vorträgen schon angesprochen wurde, dort zu vertiefen, zu den jeweiligen Themen. Ich möchte Sie ein bisschen bitten, darauf zu achten, denn funktioniert es meistens am besten, dass es personell gleich verteilt ist an den Tischen, dass nicht ein Tisch nur mit 3 Teilnehmern besetzt ist, auch wenn das Thema vielleicht anderes mehr interessiert. Das löst sich dahingehend auf, dass Sie nach einer bestimmten Zeit den Tisch wechseln können, wenn Sie das möchten. Auch das ist möglich. Sie müssen nicht an diesem Tisch bleiben, Sie können sagen, jetzt habe ich 10 Minuten hier zugehört oder 20 Minuten, ich gehe nochmal darüber und gucke, was da ist. Die Moderatoren an den Tischen werden, wenn neue Teilnehmer kommen, immer wieder eine kurze Einführung dazu geben, was gerade schon besprochen wurde. Und dann ergibt das einen fortlaufenden Prozess, mit dem immer neue Ideen kreiert werden. Und Sie können sich an jedem Tisch, wenn Sie möchten, einbringen. Was kann ich erwarten? Was kann ich Ihnen vielleicht als Anreiz bieten? Wen kennen Sie noch? Ist das der sagt? Ja, den geht immer über die Straße. Zum Beispiel. Ich habe gerne, ich finde das richtig, das ist nicht falsch. Und dann würde ich gerne steuern können, das ist richtig so. Wen kennen Sie noch? Die verschiedensten Typen. Und das ist eine interessante Frage. Aber es kommt ja von sein. Das haben Sie auch gesagt, dieses Improvisieren, also auch mal ausprobieren dürfen, auch mal Fehler machen. Ja. Geht es Ihnen, dürfen bei Ihnen jugendliche Kinder Fehler machen? Ja. Ja, wie geht sie damit um? Wir halten da an diesem Problem und Fehler fest, anstatt zu sagen, okay, ja, Erfahrung weg. Da kommt das Neue. So geht es dann eigentlich in so einem Fluss weiter. Ich kann jetzt nur wieder von meinem Unternehmen sprechen und da ist Fehlerkultur ist so schlecht ausgeprägt, das wollen Sie gar nicht wissen. Bin ich jetzt in der Verfassung, auch zu konsumieren, weil ich mit den richtigen Leuten unterwegs bin, habe ich irgendwie gerade, geht es mir gerade nicht gut? Damit die Frage ist verbunden. Mut wäre schon eine positive Besetzung, Neugier, Herausforderung. All das, was in der Lebensbildung als Grundmodell des Lernens sich befindet, finden die hier halt auch wieder. Da wäre ich zum Beispiel sehr dankbar, wenn ich überhaupt darauf hingewiesen werde. Wenn ich aber zum Beispiel auf Klassenfahrten, die dann ausgerechnet auch noch nach Amsterdam gehen, noch nicht mal eine Information bekomme, dass da gekifft wurde, ne, da 12 Kinder auf dem Balkon erwischt, keiner ist nach Hause gefahren, keine Elterngespräche haben, das ist mir zu wenig. Und das mit der Polizei war nicht auf die Klassenfahrt bezogen, sondern das war ein Tipp hier vom Berliner Login. Ich würde jetzt gerne kurz vor Schluss noch einmal eine kleine Transferrunde einleiten. Es sind schon einige gegangen, das ist in solchen Konferenzen nicht unüblich, in diesen Rahmen. Für diejenigen, die noch da sind,
wollen wir versuchen, einmal von jedem Tisch zu hören, was die wichtigsten Kernpunkte waren. Vielleicht zwei Aussagen, worum ging es hauptsächlich, damit diejenigen, die nicht an allen Tischen waren, was in der Natur der Sache liegt, was nicht möglich ist, zumindest einen kurzen Eindruck haben, was ist bei diesem Thema ungefähr besprochen worden. Dafür würde ich gerne die Moderatoren der Tische bitten, das zu tun, weil sie den besten Überblick haben und dann wissen, was sie da sind. Ist das okay? Ja. Frau Winkler, gut. Ihr hattet den Tisch früh... 6-1? Thema war bei euch... Zugang zum Hilfe. Zugang zum Hilfesystem. Der größte Diskussionspunkt war eigentlich, es waren viele Helfer aus ganz Berlin da, gar nicht jetzt regional. Und eigentlich war der größte Diskussionspunkt die Frage, wo finde ich aktuell Hilfe in meinem Bezirk? Also was macht die Suchtberatungsstelle? Dass oft so die Sorge ist, auch der Eltern oder der Jugendlichen, dass es immer um Abstinenz gehen muss. Eigentlich so die Schwelle zum Hilfesystem war eigentlich der zentrale Thema. Wir haben schon über die Inhalte gesprochen, was machen wir bei den verschiedenen Angeboten. Aber eigentlich ging es eher, war es ein sehr konkretes Schnittstellengespräch, wie kann Schule sich Hilfe suchen, wie kann Schule auch abgeben und was muss Schule auch nicht alles selber machen als Beispiel. Ist das so ein bisschen der Appell, dass vielleicht die Kommunikation über das Hilfesystem noch gar nicht so angekommen ist? Dass es da vielleicht noch weiteren Kommunikationsbedarf gibt? Also ich würde sagen, ein Appell dahinter ist, natürlich es gibt viel mehr Kommunikationsbedarf, Schnittstellenbedarf. Man muss schon sehr hart arbeiten, damit so Grundstrukturen entstehen. So. Aber für mich gibt es noch einen anderen Appell, der da heißt, wenn man mal nicht weiter weiß, nicht unbedingt zwingend die Frage stellen, wer ist denn zuständig, an wen muss ich mich wenden, sondern geht einfach durch die Tür, vergesst mal regionale Zuständigkeit und dergleichen, guckt ins Internet, sucht die Suchtberatungsstelle eures Vertrauens oder eures zukünftigen Vertrauens, geht einfach durch die Tür und fragt. Ist das ein bisschen angekommen bei Ihnen? Vielen Dank. Frau Winkler, klar, innen und außen. Ja, klar, innen und außen ist gut. Weil ich dachte gerade, ach du liebe Zeit, worüber haben wir gesprochen? Es war eher so eine Nachlese, ein Nachbesprechen von verschiedenen inneren Teammitgliedern, Resonanzen auf den Vortrag. Auch Fragen, was ist schwierig oder was kennen Sie für innere Teammitglieder, die einem das manchmal schwer machen? Was für mich gerade nochmal interessant war, war das, was ich auch bei mir selber natürlich merke, wie schwer das manchmal ist, sich selbst auf die Schliche zu kommen. Also das, ne, hat man ja gar nicht so leicht parat, sondern die meisten von uns können schnell sagen, was im Außen nervt, ne, wie jemand sein muss, um einen auf die Palme zu bringen. Aber was eigentlich innerlich dann passiert, ist manchmal ja gar nicht leicht. Das, und im Zuge dessen war nochmal, das finde ich... vielleicht das nur noch mal ins Plenum gegeben, eine gute Frage, wenn ich merke, ich habe ein Teammitglied, was zum Beispiel wütend ist, dann ist das nicht der Wütende. Innere Teammitglieder sind Beamte, sind dauerhaft, ich bin ja nicht dauerwütend, sondern die Frage ist, wer in meinem inneren Team ist gerade wütend? Das ist eine spannende Frage, finde ich. Die ist nicht selbst beantwortend. Wer in mir ist gerade wütend und worauf eigentlich? Wofür steht der? Das waren gerade solche, eher so ein meanderndes Diskutieren. Frau Hubus. Kubus, Entschuldigung. Kuboba. Kuboba, ah, die Kubus GmbH. Ja. Ja, das war der Fehler, Entschuldigung. Resilienzförderung. Genau, Resilienzförderung. War Ihr Thema am Tisch. Genau. Resilienzförderung, Widerstandskraft aufbauen, um gut durch Krisen, durch Veränderung zu kommen. Spannkraft, Elastizität kommt ja aus der Physik. Wir haben die 8 Faktoren so ein bisschen durchdiskutiert. Ich kann jetzt nicht alle rüberbringen, aber ich fand es hochspannend, von Experten in der Kinder- und Jugendförderung nochmal auch eine Rückmeldung zu bekommen. Was kann man tun, um Kinder und Jugendliche in der Resilienz zu fördern? Und wir haben 2 Faktoren ganz speziell mal als Beispiel hier, nämlich die Selbstverantwortung und das Thema Optimismus. Und wir waren uns alle einig, Projektarbeit kann da helfen. Also da wirklich zeitnah Feedback zu geben, Ziele zu stecken, Lob und Anerkennung ganz wichtig. Und vor allen Dingen auch, wenn Fehler gemacht werden, den Prozess zu stärken. Also Fehlerkultur ist da, eine gesunde Fehlerkultur ganz wichtig. Was war bei euch am Tisch das wichtigste Thema gewesen? Klar, Reflecting, einfach den Haltungsansatz zu transportieren, um Menschen zu befähigen,
eine Rauschen-Risikobalance im Leben hinzubekommen, also dass sie Kompetenzen erlernen, mit dem eigenen Verlangen nach Risiko oder dann vielleicht auch nach Rausch, das so hinzubekommen, dass sie praktisch in ihrem Alltag zurückkehren können und das zu integrieren. Schwierigkeit dabei war ein bisschen, dass wir natürlich viele Lehrkräfte bei uns hatten, die natürlich gespiegelt haben, dass so ein Haltungsansatz schwierig ist, da in Schule erstmal Drogen verboten sind und es auch schwer vermittelbar ist, dort Kompetenzen zu erlangen. Das erste Ziel ist überhaupt eine Veränderungsmotivation zu entwickeln. Ne? Wir setzen nicht voraus, dass jemand motiviert ist, was zu verändern und wir reden jetzt mal darüber was, sondern es geht darum, jemanden dazu zu bringen, Veränderung zu wollen. Das ist ein total großes Ziel, das muss man erstmal erreichen. Und dann können wir darüber reden, was ist eigentlich das Veränderungsziel. Und das kann, auch das war nochmal Thema, ganz unterschiedlich sein. Das kann heißen, nur noch am Wochenende kiffen, das kann heißen, gar nicht mehr kiffen, das kann heißen, weniger trinken und so weiter. Ein bisschen ging es dann auch darum, wie weit geht kontrollierter Konsum nach Abhängigkeit und so. Das haben wir auch noch diskutiert, aber es ging viel darum, differenziert hinzugucken und das war irgendwie, finde ich, das so die Essenz von dem Tisch, das war gut. Das Thema war zwischen Laissez-faire und Sanktionen, also wie kann man eine verantwortungsbewusste oder eine verantwortliche Haltung entwickeln. Und was der Titel schon sagt, es ist natürlich sehr polarisierend. Auf der einen Seite laissez-faire, auf der anderen Seite Sanktionen. Und dementsprechend kontrovers waren dann auch die Gesprächsbeiträge. Anhand eines Fallbeispieles sind wir sehr schnell auf den Punkt Regeln gekommen. Dann ging es auch darum, wie kann man ein Regelwerk aufbauen und trotzdem durchlässig gestalten, zieht es dann vielleicht nach sich, dass es Schule macht, also dass Ausnahmen die Regel werden, fand ich ganz spannende Punkte. Es gab dann noch den Vorschlag, also einen dritten Weg, nicht nur laissez-faire oder Sanktionen, sondern auch dazwischen einfach die Regeln mal überprüfen, also sie wirklich so gestalten, dass sie auch hinterfragt werden. Das fand ich eigentlich sehr gut. Also hier noch ein Appell an Flexibilität und Offenheit. Flexibilität und Offenheit, genau. Sehr schön. Vielen Dank.